Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück im Nooptober bei eurem Metzel und mit unserem nächsten Spiel. Wir spielen A Bird Story von den Machern und im Universum von To the Moon. Ich denke mal, das wird so ziemlich jedem ein Begriff sein, To the Moon. Und das hier ist ein kleines Minispiel, was die Geschichte dieses Jungen hier erzählt, der in der Zukunft dann auch einer der Patienten von unseren beiden werten Doktoren aus To the Moon werden soll. Und ich entschuldige mich direkt für die letzten beiden Tage Abstinenz. Mich hat's dahingerafft, eine Erkältung. Ich habe geklungen wie ein sterbender Pelikan. Und dementsprechend mache ich jetzt aber definitiv weiter. Meine Stimme hat sich weit erholt. Und ich schlage vor, wir schweifen gar nicht großartig ab, sondern legen direkt los mit A Bird Story. Hier. Können wir jetzt auswählen. Maustaste lassen wir weg. Und wir legen direkt Kapitel 1 los. Ich entschuldige mich mal für eventuelle Huster. Machst du dich bitte von dem Baum da runter, Kollege? Das sieht ziemlich hoch aus, wo du gerade bist. In seinem Zimmer. Ich bin so ein bisschen sprachlos, weil ich weiß, wie To the Moon war, weil ich das selber gespielt habe. Und dann kommt jetzt hier etwas, was quasi genauso ist. Ich glaube mal hier das Babyfon von meiner Tochter einen kleinen Ticken leiser drehen. Ja, Entschuldigung. Allein die Musik, ich bin schon wieder so begeistert. Oh, ist das geil. Wollen wir heute nicht hin. Zehn nach elf. Dreht sich rum und schläft ein. Die Uhren drehen sich zurück im Traumland. Okay. Das war eigentlich nicht, dass ich jetzt wirklich rückwärts laufe, war jetzt eigentlich gar nicht so angedacht. Okay. Also vorwärts laufen funktioniert nicht so ganz. Sehen wir mal, was ist das hier? Ich muss also wirklich zurückgehen. Warum muss ich jetzt zurückgehen? Da geht's rein. Okay. Ach, schau mal in der Look. Da hockt ein Vogel auf meinem Kopf. Ja, schöne Papierflieger mehr mitnehmen. Wieso gehen alle, / ich, rückwärts? Da stehe ich auch wieder. Darf ich jetzt auch mal vorwärts gehen? Drei Uhr mittags. In der Schule. Wir können uns nicht mal an unsere Klassenkameraden erinnern. Beziehungsweise, wenn es überhaupt eine Erinnerung ist. Nur
12 Kinder in der Klasse. Das ist ein bisschen ineffizient, oder? Doch, das kenne ich. Am Fenster hocken und rausgucken. Ach, hätte ich das mal früher nicht so oft gemacht. Wäre vielleicht aus mir was Richtiges geworden. Vielleicht wäre ich ja selber zum Mond geflogen. Wer weiß das schon? Wer kann das schon sagen? Was wollt ihr denn? Ey! Oh oh. Was? Die Wurzel aus 1764 ist gleich Katze? Also ich weiß, dass 2 plus 2 Fisch ist, aber dass die Wurzel aus 1764 gleich Katze ist? Dam, dam, dam. Er war's. Was? Arsch! Was ein Arsch! So, und jetzt? Jo, ich geh schon zurück. So, was, wenn ich mich zur Seite bewege? Oder wenn ich mal nach unten gehe? Da gibt's Anschieß. Na super. Ich hätte den Kindern jetzt auch noch zugetraut, dass sie stehen bleiben und mich auslachen. Jetzt darf ich gehen. Ja, die Alte kommt. Komm. Geh, bevor sie kommt. Ja, egal. Ist nur ein Traum. Oder eine Erinnerung. Oder irgendwas dazwischen. Okay. Wachsen schon die Bäume ins Gebälk? Ein merkwürdiger Traum. Oder eine sehr merkwürdige, Art und Weise, seine Schule zu designen. Guck mal, hier der kleine einsame Streber. Ich wollte mich eigentlich jetzt auf die andere Seite setzen, mit ihm ein bisschen wippen. Hallo? Keiner will mit mir spielen? Ich bin auf die andere Seite. Das finde ich ein bisschen traurig. Scheint ein ganz schön armer, einsamer kleiner Junge gewesen zu sein. Scheinen es zu sein. Aber wieder Respekt an Freebird, was hier eine Atmosphäre das Spiel aufbaut. Da sieht man ja auch mal wieder, wo ich ja so öfters gerne die Diskussion habe, oder auch ein Befürworter bin, dass ein gutes Spiel einfach keine gute Grafik braucht. Ich bin ein Fan von dieser alten Grafik hier, ganz ohne Schweige. Und die Story, die Atmosphäre, die Freebird hier aufbaut, die ist geil. Ist einfach nur klasse. Wo kann ich hier hochgehen? Da liegt doch was. Oder? Ein Häschen! Hasi! Okay, jetzt macht der Hase mir Angst. Jetzt macht mir das Häschen Angst. Also wenn dem Hasen Flügel wachsen, dann ist Polen offen. Gehauen oder sind wir jetzt auf dem Heimweg? Das scheint ja unser Wohnhaus wahrscheinlich zu sein. 152 Stream Avenue, hä? Und Dach. Klick. Guckst du. Genau. Riecht, hat er einen fahren lassen? Raus hier. Wer weiß, ob das ein Triebtäter ist. Schau mal. Irgendwo daheim. Ist ja schon gut. Ich lasse es ja. Das soll ich auch nicht. Warte. Kann ich denke, so reingehen? Hier sind ein paar Mäuse. Muss ich jetzt Angst haben, dass, weil das Licht flackert? Hier darf ich jetzt aber rein, oder? Da sieht doch schwer nach unserer Wohnung aus. Da hängt ein Zettel am Kühlschrank. Und wieder ist keiner zu Hause.
Achso, das soll eine Säule darstellen. So, können wir ein bisschen Fernsehen gucken? Nee, können wir nicht. Ein bisschen Radio halt vielleicht. Nee, geht alles nicht. Gehen wir mal in unser Zimmer. Oder Muttis Zimmer. Ja, Licht an. Dunkel hier in dem Laden. Teleskop. Ach, hier kann ich das Großlicht anmachen. Und hier kann ich es an ausschalten. Okay, lassen wir es mal an. Gucken. Nee, ist immer noch keiner da. Sollen wir. Yay! Trampolinspringen auf dem Bett. Ach, wie schön. Ja, so machen sich kleine Kinder Freude. Ja, ach, so. Die wichtigen Dinge des Lebens sind abgehandelt. Jetzt können wir weitergehen. Es gibt Dinge, die sind einfach manchmal wichtiger. Ah, unser Zimmer, das kennen wir doch. Oh. Okay. Hat er da jetzt auf dem. Hat er da auf dem kleinen Tisch jetzt eine Sammlung von den ganzen. Von den ganzen Briefen, die er immer von seiner Mutter geschrieben bekommt? Ich würde gerne mal lesen, was da draufsteht. Jetzt bin ich schon draußen auf dem Balkon. Machen wir gleich. Der Kollege hat ja gesagt, er hätte Hunger. Gehen wir mal. Gehen wir uns mal hüngern. Wenn wir was zu essen machen. Ab in den Kühlschrank. Ah, ein bisschen Tiefkühlpizza. Genau. Erstmal ein bisschen Animes gucken hier. Ich habe gehört, Pokémon läuft um die Uhrzeit. Hm. Oder irgendwas anderes Lustiges. So, lernen. Ja, ich gehe ja schon. Wir gehen ja schon. Wir lernen ja schon. Der liest das Buch verkehrt rum. Ist vielleicht ein kleiner Asiate. Oder er lernt gerade Asiatisch. Hey! Ist doch kein Grund hier, das Buch zu demolieren. Yay! Gib ihm! Düsenjetpilot! Autsch, auf die Ampel gelegt. Aber der Flieger ist gut weit geflogen. Ja, na, nächste Tupfen. Passt schon. Ja, wir haben schon wieder 10 nach 11. Es wird aussieht, schläft er gleich ein auf dem Buch. Ja. Guten Nacht, Kollege. Oh shit, jetzt ist mein Headset leer gegangen. Jetzt höre ich die schöne Musik nicht mehr. Ich muss gerade mal hier korrigieren. Na komm. Toll. Moment. Kann man den Input an meinem Headset suchen. So, jetzt hab ich's. So, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt diese schöne Musik. Ah, da verpasst uns jemand eine Decke. Ich wette Mami. Oder Papi. Oder der Boogeyman aus dem Schrank. Einer von beiden. 7 Uhr, aufstehen. Komm, Klingeli. Sehr gut. Sehr guter Wurf. Hier der Profi-Ninja trifft jeden Schuss. Warum leuchtet meine Decke? Vor allem, wer lässt dann bitteschön sein Kind am Schreibtisch liegen. Also ich persönlich hätte mein Kind ins Bett gelegt. Denkt schon wieder ein Zettel. So, jetzt können wir noch Pipi machen. Ah, schon wieder ein Zettel. Ah, mein Rucksack vergessen. Ah, noch leicht schläfrig. Rucksack, 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 Rucksack. Jetzt ziehen wir auf. Mal ab draußen. Jetzt auf dem Balkon vielleicht, was ist. Ne. Hier. Ne, 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 ne. Mamas Unterwäsche von der Leine klauen. Ah, Buch vergessen. Na super. Jetzt wissen wir, was er gelernt hat.